Heute Abend da bist, Lukas. Herzlichen Dank. Erzähl mal, was machst du im Jungbusch? Genau, vor 2 Jahren habe ich entschieden, nochmal einen Stadtwechsel zu machen. Ich habe davor 6 Jahre in Basel gelebt, habe dort meinen ersten Musikmaster gemacht, Bachelor gemacht in Jazzschlagzeug, bin dann nach Köln gezogen und dann irgendwann habe ich mir überlegt, nach einer Zeit auch in Hamburg, wo will ich hin? Wo kann ich nochmal eine neue Tür aufmachen? Denn vor allem lebe ich vom Schlagzeugspielen in Bands und bin aber durch meinen Vater, der auch Musikproduzent ist, schon sehr früh in Kontakt gekommen mit Studioszene und habe das auch schon immer gemacht, Bands produziert, aber habe das nie so als meinen Fulltime-Job gesehen, sondern eher so, Schlagzeug ist mein Main-Ding und nebenher produziere ich Bands. Das war ganz natürlich. Und dann kam die Frage, wo gehe ich jetzt hin? Direkt nach Berlin oder nach Amerika? Und dann kam die Entscheidung, hey, ich glaube, ich gehe nochmal zurück nach Mannheim, an den Ort, wo es eigentlich alles begonnen hat, aber auch diese renommierte Hochschule hier mit dem Je mit der Popakademie, die Udo Dahmen gegründet hat vor mehreren Jahrzehnten. Und ich meine, man sieht ja, was da für Künstler und Künstlerinnen rauskamen. Und ich wollte ein Teil davon sein, wollte mir die Türe öffnen in diese Popwelt. Ich habe schon sehr viele Jahre jetzt auch Jazzmusik gemacht. Und der Traum war nie zu Ende mit dem, dass ich auch mal größere Bühnen spiele, längere Zeit auch auf Tour bin, wie es aus dem Jazz gewohnt war. Und dann bin ich hergezogen und direkt in den Jungbusch, weil mir auch bewusst war, dass das der Place to be ist. Deswegen freut mich sehr, dass du mich Ja. eingeladen hast, dass ihr mich vom Jungbusch Talk eingeladen habt. Und jetzt bin ich hier, genau. Nee, sehr, sehr geil. Und jetzt hast du gesagt, früher viel Jazz, jetzt inzwischen mehr Pop, auch ein bisschen mehr produzieren. Was produzierst du aktuell? Das ist jetzt erst rausgekommen, eine EP mit 4 Songs, die ich mitproduziert habe und auch Drums gespielt habe. Und tatsächlich, wo ich jetzt auch gerade herkomme, ich war jetzt nur 2 Tage, jetzt bin ich hier in Mannheim, morgen geht es wieder auf Tour, ist die Band Rotwelsch. Das ist ein Jazz-Trio, was ganz spannend ist, denn normalerweise, wenn man Jazz hört und denkt, denkt man an eine Band, die inspiriert ist von amerikanischer Broadway-Musik. Aber tatsächlich ist das Konzept bei der Band ganz anders. Wir verjazzen europäische Operetten und Opern. Also wir sind volles Pendant zu Broadway-Musicals und versuchen die europäische gut an Komposition zu würdigen und haben die in neue Arrangements gepackt. Und da kam jetzt auch ein Album raus bei einem Label in der Schweiz. Und da sind wir gerade auf Tour, vor allem in der Schweiz. Im November kommen wir dann auch tatsächlich nach Deutschland und spielen auch in Mannheim. Das ist, glaube ich, der 12. November im K2. Alle im Kalender vormerken. Genau. Und ja, das war so die letzten Sachen, die ich gemacht habe. Und ich habe in den letzten Jahren auch mein erstes eigenes Album rausgebracht, das unter meinem eigenen Namen, Lukas Johnson New Zone. Das Album heißt auch New Zone und begleitet mich schon seit bestimmt 10 Jahren, seit ich irgendwie 15, 16 war. Ich habe schon immer komponiert und dann irgendwann hieß es von meinem Management und von meiner Familie irgendwann auch, Alter, du musst selber ein eigenes Album rausbringen und das habe ich gemacht und jetzt kommt mein zweites raus im Herbst. Klingt deutlich europäischer, wenn ich das sage, dann meine ich, hat einen ECM-Sound. Das ist ein Label aus München, sehr räumlich, fast schon kammermusikalisch. Und das kommt jetzt raus, so daran arbeite ich. Wie viel bist du aktuell dann überhaupt in Mannheim? Genau, aktuell immer 1, 2 Tage mal. Bin gerade eigentlich sonst nur unterwegs. Nebenher mache ich gerade noch ein Projekt, was jetzt dieses Wochenende stattfinden wird. Ich bin Art Leiter für den Kirchentag in Stuttgart, wo von ZDF übertragen wird. Wir begleiten die Live-Show. Das heißt, wie du gesagt hast, das ist sehr, sehr vielseitig mein Leben. Ich bin nicht nur Drummer, nicht nur Produzent, sondern auch oft Musical Director. Also ich bin dafür zuständig, dass ich mit den Produzenten und dem Chorleiter, dem Dirigenten der Band kommuniziere. Schreibe Arrangements für den Tag, weil es geht eigentlich nur um den Gottesdienst, der 1,5 Stunden geht, wo auch die Bundespräsidenten kommen, der Bundespräsident und Bundeskanzler. Also ein großes Event, das mache ich gerade. Deswegen, ich bin gerade fast nicht hier. Aber ich genieße es total, denn ich meine, das Wetter ist gut, der Sommer kommt. In der Zeit, als ich hergekommen bin, bin ich direkt in die Corona-Pandemie reingewachsen, habe sogar die Lockdowns mitbekommen, nach 20 Uhr nicht raus. Das war genau die Phase, als ich hergekommen bin und habe schon den Jungbusch so ein bisschen erleben dürfen, aber nicht wirklich. Also eher hinter verschlossenen Türen. Und das lebe ich, deswegen komme ich jede freie Sekunde, die ich habe, hierher, genieße es, jede Minute, die ich habe. Ja. Von all den Sachen, die du machst, das sind ja sehr viele verschiedene. Was davon macht dir am meisten Spaß? Ich glaube, das Live-Spielen Okay. bei mir, weil du halt direkt die Reaktion zurückkriegst vom Publikum. Und ich liebe es, mit Freunden auf Tour zu sein, einfach im Auto zu sitzen, im Zug. Und es macht mir schon am meisten Spaß. Genau, das ist, würde ich sagen, Live-Spielen.
Ja, musst du ja auch einige verrückte Tour-Stories haben, oder? Genau, also ich hoffe in den paar Jahren, nächsten Jahren noch mehr. Genau. Es passieren immer wieder lustige Sachen. Also man wacht auf in einem irgendwelchen Hotelzimmern und hat dann nicht mehr, ist man nicht alleine und hat, man ist auch nicht schuld daran. Also man liegt nicht alleine im Bett und nicht, weil man irgendjemanden kennengelernt hat, sondern eher, dass dann über Nacht dann irgendwelche Bandkollegen dann doch jemand alte Freunde getroffen haben, die dann bei uns übernachtet haben und von denen man nichts weiß. Und man dann kurz dran denkt, so, diesen bisschen Rock'n'Roll, Sex, Trucks und Rock'n'Roll, so ein bisschen mitbekommt, aber in ganz klein. Deswegen ich hoffe, dass ich in den nächsten Jahren noch viel mehr erzählen darf. Und vielleicht in 3 Jahren, wenn ihr dann ganz groß seid und ich hoffentlich dann auch, dann ladet mich nochmal ein, dann erzähle ich euch noch viele Stories. Genau, es passieren viele Sachen. Ich war zum Beispiel, es war vielleicht lustig, eine Zeit, als ich sehr jung war, noch war, mit 16 bin ich, habe ich meine erste Amerika-Tour gespielt. Und wir waren alle zwischen 15 und 18, also jung. Und unser Tourmanager hatte nicht so wirklich das Gefühl, er müsste auf uns aufpassen. Das heißt, er hat uns sehr viel Freiraum gegeben. Und ich erinnere mich an eine Nacht, ich meine, wir waren eh auch schon unter 18 und unter 21 sowieso. Das heißt, Clubs konnte man eh nicht gehen. Aber eine von unseren Jungs sah relativ alt aus. Das heißt, man hat diese Erlebnisse mit dem Kiosk, sich ein Bier geholt in der berühmten Plastikhülle. Und genau, wir sind in der Bronx gelandet. Und dann hat man das schon irgendwann gemerkt, so, ah, okay, wir hätten vielleicht doch jemanden um uns rum gebraucht. Wir haben es überlebt, aber es war echt 4 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens, war man eh nicht gewohnt in diesem Alter, in New York, in einem Land, wo man nicht wirklich die Sprache spricht. Konnte nicht Natürlich, wirklich aber Englisch? ich konnte schon Englisch, natürlich, aber man hat schon Respekt auch und man spricht jetzt nicht super fließend so. Ja, und vor allem Bronx dann ja auch noch mal ein bisschen Genau, nicht also jetzt das krass cleane Englisch, sondern ich war sehr froh, dass wir nicht in den 70er Jahren da waren. Also es war dann ganz überlebt, aber wir wurden schon hart genau, wir sind aufgefallen, vor allem im Alter. Und es war abgefahren und zurückgekommen im Hotel, ist uns auch aufgefallen, dass wir nicht das teuerste Hotel hatten, sondern einfach nur ein schäbiges Hostel und das mit vielen Rattenlöchern und tropfenden Wasserhahnen und so, wie man sich's vorstellt, New York. Das ist so für mich eine Tourgeschichte, die ich lustig zurückschauen kann, auf jeden Fall. Ich weiß gerade gar nicht mal, was ich kommentieren soll. Das Weiß nicht, klingt nach ja. so einer klassischen ersten Musiktourgeschichte. So, Genau. ja, man spielt halt noch in jedem letzten Loch irgendwie, ne? Vor 20 Leuten teilweise, aber Total. Hauptsache, man fängt mal an und. Und man ist in Amerika, das heißt, ich konnte natürlich allen erzählen, ich bin in Amerika auf Tournee, habe natürlich in Großstädten gespielt, aber wie du sagst, natürlich nicht in den großen Clubs. Und dann erlebt man halt sowas. Aber es war cool, weil wir hatten echt viel Freiheiten, keine Erwachsenen um uns rum, die uns irgendwas vorschreiben konnten. Es war lustig, sich kurz erwachsen zu fühlen, auf jeden Fall damals. Das kann ich mir vorstellen. Und wenn du jetzt zurückdenkst an die Zeit damals, ist es irgendwas, wo du sagst, das wäre cool, wenn das wieder so sein könnte? Also so diese ersten Male, die man teilweise dann irgendwie erlebt hat, so das erste Mal von einer Live-Audience zu spielen oder irgendwie das erste Mal im Ausland zu spielen oder das erste Mal vor, keine Ahnung, 1000 Leuten oder so, wenn es dann ein bisschen größer wurde. Fehlt dir irgendwas davon oder hast du immer noch regelmäßig so diese Momente, wo du denkst, boah, fuck, das habe ich noch nie gemacht und. Genau, vor allem, also die Frage stellt man sich immer wieder, weil man natürlich auch Träume hat und sich dann hinterfragt, habe ich das schon erreicht oder was muss passieren, damit ich da hinkomme? Und viele Sachen durfte ich erleben, aber ich habe immer wieder, eigentlich immer wieder, mindestens einmal im Monat, so einen Moment, wo ich denke so, okay, hier war ich noch nicht und das habe ich auch nie erlebt. Also egal was, selbst wenn es sowas Zwischenmenschliches ist mit einem Besitzer oder einer Besitzerin, die was Lustiges sagt oder ein lustiges Essen macht, was du noch nie gegessen hast oder einfach so ein paar Sprüche drauf hat. Das sind so Kleinigkeiten, aber auch mit den Größen natürlich. Ich komme immer wieder in Situationen, wo ich dann merke, okay, cool, es hat sich gelohnt, so ein bisschen mehr zu üben als die anderen und mehr Zeit im Studio zu verbringen, wo man dann einfach so ein paar coole Möglichkeiten kriegt und dann sitzt und dann merkt, okay, wow, es sind echt viele Leute und die kennen die Songs von uns, das ist schon cool. Aber ich bin mir sicher, das sind noch sehr, sehr viele Sachen, die sich noch entwickeln, hoffentlich. So, das ist ja das Spannende am Musiker sein, dass du einfach viel nicht planen kannst, aber du weißt so ungefähr, was möglich sein könnte. Und auf dem Weg passieren immer wieder Highlights, wo du denkst, wow, wie bin ich hier hingekommen? Deswegen gibt es viele Sachen, auf die ich sehr gerne zurückschaue, aber weiß ganz genau, dass da so viele noch kommen. Deswegen ist es mir eigentlich fast so, weißt du? Ich freue mich auf den Prozess. Hast du irgendwas, so auch im Rahmen dessen, sage ich mal, wo du sagst, boah, das ist mal was, das möchte ich gerne erleben, das wäre so ein erstes Mal, was dir gerne so vorschwebt? Ja, auf jeden Fall. So eine Sache, die mir auf jeden Fall jetzt vor allem im Sommer auffällt, ist, ich würde sehr gerne beim Coachella mal spielen oder Glastonbury, das ist ein Festival in England. Es ist natürlich, was kennen viele Menschen, sehr hip.
Aber es gibt eine Bühne, die ist mir schon, kenne ich schon seit 15 Jahren oder so, finde ich die schon super. Das ist eine Bühne ohne wirklich Gerüst, einfach eine Bühne. Und im Hintergrund, wenn du halt 18 Uhr spielst, geht so halt schön die Sonne unter. Das ist so ein super Ambiente, da würde ich sehr, sehr gerne mal spielen. Und aber auch gern mittags, denn ich stelle mir so vor, ich würde gerne aber wie Ketzberg so eine Band haben, wo man einfach dann auch so ein bisschen jüngeres Publikum auch vor sich hat. Sommerstimmung, alle haben Bock, so, das sind so Sachen, die würde ich gerne machen und dann halt bestimmt bei diesen bestimmten Festivals, weil mir die Musik sehr gut gefällt und ich selber ein Fan davon bin. Also würde ich sagen, das sind so kleine Träume von mir. Ja, ist doch geil, dass man auf sowas auch dann hinarbeiten kann, so das so ein bisschen vor Augen hat. Genau, auf jeden Fall. Es ist noch ein großer, weiter Weg. Man ist ja nicht selber, nun, kann ja nicht selber entscheiden, dass ich hier hinkomme, sondern es gibt immer wieder Leute, auch in diesem Business, wo ich jetzt auch reinkomme, in dem Pop-Business, die für dich entscheiden, aber ich glaube, irgendwann wird es auf jeden Fall passieren und dann schicke ich auf jeden Fall gerne mal ein Bild dann von der Bühne. Deine ganzen Versprechen, das halten wir aber alle fest, ne? Ja, sind ja erst zwei, aber ja, kriegen wir hin. Ja. Also egal, wie groß du mal wirst, egal, wie groß wir mal werden in 3 Jahren. Würde mich sehr freuen, ja. Ja, ballern wir dann nochmal Stories. Mich würde interessieren, wenn, jetzt hast du viel so, oh, das lief alles voll cool oder dann eben schlimmes Hotel oder Hostel, aber irgendwie mal eine Geschichte gehabt, wo du so dachtest, okay, scheiße, das lief jetzt so gar nicht. Also so irgendwo angekommen, am Ende ging die Technik überhaupt nicht, ihr konntet eigentlich nicht auftreten, Konzert musste abgesagt werden. Also so ein richtiges, okay, shit, heute Abend lief alles falsch. Das ist eine coole Frage, ich muss kurz überlegen. Also mir fällt direkt schon eine Sache ein, aber ich weiß nicht, ob ich das sagen müsste, ob es noch was Spannenderes gibt. Darf ich das erzählen? Nee, das auf jeden Fall. Genau in den Kreisen, wo ich verkehre, läuft alles meistens professionell ab. Sagen wir auch immer. Genau. Also was ich auf jeden Fall schon erlebt habe, ist auf jeden Fall so krasse Unwetter, wo du halt aufbaust und du gibst dir extrem Mühe, du fährst viele Stunden im Auto hin und dann merkst du, wie Wolken aufziehen und dich dann das Handy klingelt so. Und dann sagen, hey, wir wissen nicht, ob das heute stattfindet. Man baut alles auf, freut sich, man hat eine riesen Bühne für sich. Und dann hört man halt die ersten Donner. Und dann merkst du, schaffen wir es heute noch? Und dann hast du ein komplettes Publikum vor dir, aber du darfst nicht spielen. Das sind so Sachen, die mir im Kopf geblieben sind. Das war auf jeden Fall ein krasser Gig in Frankreich, wo wir uns sehr lange drauf gefreut hatten. Sowas. Ja, also es gibt immer wieder Momente, Kleinigkeiten, so wenn man zum Beispiel sich freut, aber auch man fährt lange und man spielt eh schon einen Gig, der relativ schlecht bezahlt ist, aber dann kriegt man kein Catering. Das ist so eine Kleinigkeit, ich weiß, das ist ein Anspruch auf hohem Niveau. Kann aber ich als Fotograf echt voll hart nachempfinden. Das nervt einfach so. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch Musiker geworden. Als Dreijähriger habe ich das schon entschieden gehabt damals, dass ich Musiker werde auch. Als Dreijähriger hingesetzt, ja, tatsächlich, ich werde Musiker. Das Lustige, genau, ich... Genau, mit 3 war ich auf Tournee mit meinem Vater dabei, der hat in der Zeit mit den Fantastischen 4 gespielt und es gab anscheinend die Geschichte, dass ich dann irgendwann abends nach dem Gig mit ihm nach Hause gefahren bin, letzter Tourtag und dann hat er mich gefragt, wie fandest du es? Ich meine, ich fand es so geil und ich will Musiker werden. Hat er mich gefragt, ja wieso denn? Gemeint, wegen Twix aus dem Backstage, also ich habe die Süßigkeiten geliebt von Anfang an und das war für mich so ein Schlaraffenland dort, damals die Backstage-Bereiche und ist immer noch so tatsächlich, deswegen ist mir Essen sehr wichtig. Und wenn es dann kein Catering gibt, ist schade, genau, und das sind also so kleine Kerne. Und meistens, wenn dann das Catering nicht gut ist, heißt es auch, dass andere Sachen auch nicht funktionieren werden, also vielleicht keine Werbung gemacht wurde, so, aber so richtig schief gegangen sind eigentlich eher so Unwetter, wo keiner was dafür kann, deswegen, ja, das ist so, was ich dann jetzt dazu kurz spontan dazu sagen könnte. Ich hätte Bock auf noch so 4 Short-Question, Short-Answer-Sachen. Wow. Größtes Publikum, für das du je gespielt hast? Brandenburger Tor. Wie viele? Brandenburger Tor, wow, weiß ich nicht. 40.000? Okay, weiß ich. Hausnummer, gut. Genau. Dein Lieblingssong? Mein Lieblingssong, July von Ben Wendel. Okay. Kleinstes Publikum, für das du je gespielt hast? Mhm. 10 Leute vor 4 Wochen in Spiez, das ist am Thunersee in der Schweiz. Es war eine private Veranstaltung, das wussten wir schon, aber dass es so wenig wird, weiß ich nicht. Aber es war wunderschön, der Gastgeber hat uns sehr, sehr viel eingeladen und hat uns schön bekocht und es war wunderschön, aber sehr klein. 10 Leute, saugeil. Und weitest entfernter Gig, den du hier gespielt hast? Ich würde sagen Kuala Lumpur wahrscheinlich. Nee, stimmt nicht. Es war Auckland in Neuseeland.
Das war's weit. Weiter geht's. Weiter geht's fast gar nicht. Genau, das ist ja wirklich, wenn du jetzt hier runter. Ich habe für die Pinguine würdest, gespielt, so in der Antarktis. Dann wären wir noch ein bisschen. Das wäre weiter, genau. Du kannst jetzt hier runtergraben, dann bist du dann dort. Und genau, das war eine tolle Möglichkeit. Und das war's weiteste wahrscheinlich weg. Ja, jetzt habe ich aber noch eine brennende Frage, die mich persönlich einfach nur interessiert. Kennst du den Film Whiplash? Den kenne ich. Sehr gut. Das kennt ihr bestimmt in eurer Branche auch. Es gibt so einen Namen. So, es gibt erstmal Künstler, wo man immer drauf angesprochen wird von Leuten, die vielleicht nicht in der Branche arbeiten. Das ist immer auch, da bin ich d'accord. Es gibt auch Filme. Und Whiplash ist so ein Film, wo ich oft drauf angesprochen werde, weil ich natürlich Drummer bin. Also vor allem auch Jazz-Drummer. Vor allem Jazz-Drum. Und ich tatsächlich auch eine ähnliche Story habe. Nicht, dass ich so einen Lehrer hatte, aber ich kenne das auch unter Druck. Von so einer Big Band als Schlagzeuger, man ist das einzige, man ist das Leading Instrument. Das heißt, du backups die Band so, hältst das Tempo, peitschst sie vor dir her, hast eine Verantwortung, du bist sehr jung dazu noch und spielst Jazz, was ja die meisten nicht kennen aus ihrer Jugend. Es gibt wenig Leute, die damit aufwachsen. Und dann hast du noch jemand vor dir, der natürlich das Beste aus der Band rausholen will. Das heißt, du hast einen extremen Druck. Und deswegen ist dieser Film super. Viele meiner Kollegen sind sehr, sehr skeptisch mit diesem Film, weil natürlich viel auch übertrieben wird. Aber das ist Hollywood. Also, das ist halt Film. Das ist Film. Genau. Aber ich finde es schön, weil man, das ist ja schon, ich weiß nicht, hat dir gefallen, der Film? Ja, man muss dazu sagen, dass Damien Chazelle, der Regisseur, ist die Person, die mich am meisten inspiriert hat, zu sagen, ich will selber so in die Richtung was machen. Deswegen war das eine sehr auf mich bezogene Frage. Deswegen wollte ich das wissen, weil, ja, es war ein echt cooler Film. Super, ja. Genau. Und vor allem, ich kann auch mitfühlen. Ich kenne es so ein bisschen. Ja, das ist ja seine Geschichte. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Nee, das wusste ich nicht. Deswegen, man sagt ja immer, write what you know. Und deswegen, er ist selber Jazz-Drummer. Und hat halt seine Geschichte natürlich dann dramatisiert, auch mit dem Fletcher Cox, mit dem Lehrer. Und deswegen fühlt sich das für dich wahrscheinlich so echt an, weil es auch eine echte Geschichte ist. Oh, schön, ja. Krass. Wusste ich nicht, das ist gut zu wissen. Vielleicht schaue ich mal wieder an. Ich habe nur einmal gesehen, aber... Dann würde ich sagen, wenn du noch Zeit und Lust hast, betrinken wir uns noch ein bisschen mehr und spielen noch was Kleines? Das klingt gut. Sehr gut. Auch vorbereitet. Ich habe Lust. Tipptopp. Ich habe was Kleines für uns vorbereitet. Und zwar spielen wir Shot Pong. Kennt man natürlich. Wir werden gleich sehen, wie es aussieht. Ja.